Wir haben schon 18 Uhr, gleiches Sesamstraße. Ich brauche die Waffen. Kommen wir denn da hin? Ich merke mir doch nicht alles. Alles wird sich ändern. Auf lange Hand geplant. Dafür wird er nicht bezahlt. Bist du nix, hast du nix. Oh je, das wird fürchterlich. Das könnte jetzt gefährlich werden. Lach- und Sachgeschichte. Ist ja nicht so, dass ich unvorbereitet reingehe. Da bin ich sehr stolz drauf. Mach mir schon wieder mal das normale Packvolk lustig. Soll er lassen. Klatsch, Rappeng. Ja gut, da kommen wir bei Tag 105. Heute wird's ein bisschen stürmischer werden und dann werden wir sehen. Ach so, ich muss ja noch sagen, Tag oder Tag. Und dann werden wir sehen, ob wir den Coronavirus oder nee, Moment. Und dann werden wir. Dann werden wir. Nee, das ist nicht lustig, oder? Ihr seid lustig, sich über. Ich weiß auch nicht. Ich will den Tag heute nicht. Ich will. Das ist ein Albtraumtag. Ich will einen Traumtag haben, mal. Schön. Lalala und Blumen und so. Ich könnte mal Blumen anpflanzen. Ich habe den Garten abgebaut. Ne? Ich muss den Garten wieder aufbauen. Ich muss die Pyramide mal fertig. Ich würde mal hier gern fertig werden. Aber dann hast du immer die Spinner hier im Vorgarten rumrennen. Und dann... ich sollte voran machen. Kann der hier so stehen bleiben? Ich glaube schon, oder? Oder rütteln die einem da das Ding kaputt dann? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wenn wir sehen, lass mal drauf ankommen, ist mir jetzt auch egal. So, jetzt werde ich als allererstes mir Benzin schnappen. Hatte ich schon, glaube ich, oder? Und dann werde ich da den einen Weg durchrödeln, wie geplant. Aber sieht, guck mal, sieht doch sieht wie eine professionelle Baustelle aus. Da bin ich sehr stolz drauf. Und dann knall ich mir, ach, ich weiß, wo der Sprit hingegangen ist. Sinnlos in den Helikopter rein. Naja. Nee, komm, dann nehmen wir was mehr, ne? Trau dich, nimm mal ruhig was mehr. Da haben wir schon wieder. Guck mal, können wir das hier oft hören? Wie abtörend. So ein Scherzbold, der Typ, ey. Ich verstehe gar nicht, warum der nicht schon berühmt ist auf YouTube. So lustig. Der kommt doch locker an die Jugend ran, ne? Und selbst über so Größen wie heißen die Spinner da alle? Die ganzen Internet-Heinis da. Trulla und Trullala hier. Ja. Gibt ja nur zwei. Im ganzen Netz. Das Netz ist ja nicht groß. Das Internet, ne? Das Internet. Weißt du, der Amazon wird auch nicht berühmt. Ja, die haben doch auch nur Bücher verkauft, ne? Und jetzt wollen sie, was wollen sie denn jetzt? Zum Mars fliegen. Kommen wir denn da hin? Ja, zum Mars letzten Endes eigentlich, oder? Machen wir schon wieder mal das normale Packvolk lustig? Ja, natürlich. Es wird immer schlimmer mit mir. Ich glaube, ich bin krank. Also ich muss ja zugeben, wenn ich krank werde, werde ich ganz schön biestig immer. Also unausstehlich. Also die ganzen 100 Folgen schon. Aber aber ich werde so richtig, also richtig gedankenlos fies, wenn ich richtig krank werde. Das ist furchtbar. Kennt ihr das auch? Oder haben das nur Männer? Es wird ja den Männern so nachgesagt. Dass die halt immer so dann, Männergrippe und so. Aber es stimmt. Also wir sind... Also ich merke das, wenn ich dann überhaupt mal krank, wenn ich zulasse, dass ich, wenn ich mir erlaube, mal krank zu sein, raste ich immer total aus. Ja, es ist immer, warum habe ich denn hier schon tiefer gemacht? Ich verstehe meine eigenen Bauwerke nicht mehr, aber wir gehen hier genau den Weg lang. Werden wir hier lang führen und dann werden wir uns herausführen. Genau, und wenn ich dann krank werde, haben das Frauen nicht auch? Na gut, nee, ich weiß, wo Frauen den Ausgleich haben zur Grippe und wo sie biestig sind. Und alle Frauen werden jetzt wissend nicken. Einmal im Monat rasten die total aus. Ja. Normal das. Nee, und das haben wir halt nur, wenn wir uns, ne, wenn wir Männer dann so denken. Ja, jetzt. Ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht vom Kopf zusammen. Nee, wollen wir noch ein bisschen über Kranksein reden? Ich weiß nicht, das ist momentan... Ich habe jetzt gerade im ZDF, oder nicht im ZDF, also die haben ja auch so kurze Nachrichten zum Nachlesen. Hat so einen Virologen, der meinte auch, was ich sagte, so einerseits klar, man soll es auch nicht immer mit der Grippe vergleichen und dieses Runterspielen und was so die Panik oder diese, ich will es nicht Panik nennen, aber diese Überreaktion hervorgerufen hat, ist halt wirklich einerseits klar die Social Media, aber auch das Vorgehen in China und das Vorgehen hier, ne, von den unseren deutschen Heinis, die dann erst spielen was runter und dann ist doch was schlimmer
Und man ist einfach verunsichert von der Vorgehensweise, ne? Und das dann wird ja so getan, als ja, sind ja alle ganz besonnen. Und vielleicht wird es ja nicht so schlimm, aber ist schon schlimm. Aber der Witz ist, dass sie einfach nicht zugeben, sie wissen es nicht. Ja, ich hoffe auch, dass das Ding nicht schlimm ist. Und so wie es scheint, ist es auch nicht so schlimm. Trotzdem schlimmer als eine Grippe. Und trotzdem schlimm, das Befürchten ist ja, dass es sich so schnell ausbreitet. Und schlimm ist das, wenn das jetzt korreliert, aber mit anderen Sachen zusammenfällt. Ist nicht schön. Und das Schlimme ist, wenn es zu dem geringen Prozentsatz kommt, wo es so extrem tödlich ist, da haben wir halt keine Mittel. Wo man bei Grippe doch noch etwas andere Handhabe hat, auch wenn da viele von sterben. Aber da gibt es ja Impfung und Dings und da sind wir einfach besser vorbereitet. Und was ich, und der sagt auch, was einem Angst macht, ist die fehlende Vorbereitung so mit dem Ganzen. Wo man jetzt sieht, bei so einer Geschichte, wie sie jetzt läuft und die ganzen Pläne, die wir hatten und so, funktionieren vorne und hinten nicht. Also schön, dass wir es mal hatten, aber die Übung fehlt und ja, es fehlt dann an Atemschutzmasken und Dings und ja, ach, ja, komisch, ne? Und da habe ich nicht Panik. Da habe ich auch keine Angst, da habe ich Sorge. Da gucke ich mit Sorge drauf und denke mir, also wenn es jetzt schlimm kommt, kriegen wir es nicht hin. Habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, oder? Naja. Auch noch mal weiter drüber reden, ich weiß nicht. Das ist müßig auch ein bisschen, aber wichtig auch. Ja, stimmt, ich erinnere mich, da habe ich mich dann über die ganzen Spinnen aufgeregt, die sich dann immer so schlau tun. Und jetzt bin ich, nee, ich tue ja nicht schlau. Ich gebe ja nur meine Gedanken wieder. Ich gebe ja jetzt keine Tipps und sage, das ist so, ja, das ist wie nur eine Grippe und tu so schlau mit gefährlichem Halbwissen. Dafür, das sollte man im Internet verbieten, unter Strafe und gefährliches Halbwissen verbreiten. Oh Gott, wie viele Jahre würde ich denn da schon sitzen? Weiß ich nicht, aber andere würden da gar keinen Führerschein fürs Internet kriegen. Naja, vielleicht macht China es ganz richtig und mit dem Internet verbieten und so. Vielleicht sollten wir das wirklich mal einführen. Dann würden ein paar Leute, dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät. Ja, ja. Ich bin schon wieder am Aufregen sinnlos. Hat doch keinen Wert. Was bringt's denn auch? Außer ein paar Leute, die sagen, ja, hast recht. Oder, kann man ja eh nichts machen. Das stimmt ja auch. Was willst du machen? Außer drüber reden, weil das ist das Einzige, was bleibt. Ey, das kommt von der Länge genau hin. Geiler Scheiß. Nee, ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich muss mal wieder mich ein bisschen beruhigen. Ich weiß nicht, warum ich so aufgekratzt bin. Vielleicht habe ich, ich habe die letzte Zeit zu viel Nachrichten geguckt, gelesen, gemacht, getan. Das ist wirklich nicht gut. Und das ist nachweislich nicht gut. Und ich will das auch nicht mehr. Ich befürworte das auch nicht. Und ich werde die nächste Folge einfach mal ein bisschen gesitteter angehen lassen. In der Hoffnung, dass es mir was bringt. Was es euch bringt, ist mir in dem Punkt, weiß ich nicht, vielleicht bringt es euch auch was, wenn nicht, gucken wir mal. Könnt ihr mir dann ja sagen. Ich wollte erst sagen, ist mir scheißegal, ist es ja auch nicht so ganz. Das wäre gelogen, das ist dann so vorgeschoben, wieder so, ja, ja, ich bin so hart. Eure Meinung interessiert mich nicht. Doch, die interessiert mich. Interessiert mich ja schon. Ja, was soll man da noch sagen? Großartig. Außer, dass das Gerät hier wieder so laut ist. Mal bei den... wieder bei den Rockern beschweren, aber nee, bei den Bauarbeitern, ne? Die laut pfeifenden, chauvinistischen, sexistischen Bauarbeiter, die sonst nichts haben und die eigentlich dafür sorgen, dass hier alles wunderschön ist. Nee, haben wir da Dank? Nee. Die Leute, die machen wir nieder. So, ja, wir sind ja was Besseres im Internet. Weil ich gehe jeden Tag ins Büro. Harte Arbeit. Ich bin Büroarbeiter. Sitze mir den Arsch wund und ja, ich mache meine 8 Stunden und manchmal Überstunden. Da bin ich total fix und alle. Geh mal auf den Bau, du Idiot. Du Idiot. Ich kenne beide Seiten. Ich habe alles, also ziemlich viel schon gearbeitet. Also, ne? Viele Sachen gemacht. Ich kenne... Also reine Büroarbeit jetzt nicht, aber aus dem Labor halt. Ja. Da ist ja auch viel Schreibzeug und Dings, also. Ja. Und auch Bau kenne ich auch. Ich respektiere alles. Was mir irgendwie so fehlt, gesellschaftlich generell, ich weiß nicht, ist das ein deutsches Problem? Wahrscheinlich nicht. Ein kulturelles Problem generell. Der gegenseitige Respekt. So, dass man auch mal sagt, hier der Schornsteinfeger macht wichtige Arbeit, dass hier nicht alles abfackelt. Ist letzte Zeit weniger geworden. Weil, ne?
ganzen anderen Heizungssysteme nicht mehr so brandgefährlich sind, im wahrsten Sinne. Da kommt das Wort her, ne? Versteht er? Obwohl, das muss ich ja hier nicht mehr mit Heu. Naja, vielleicht doch. Ach, mal bis hierhin. Und dann reißen wir hier den Scheiß ab. Und ich werde es bis heute Nacht nicht mehr schaffen. Ganz sicher nicht. Ja, jetzt schon 10 Uhr. Und ich regne schon wieder sinnlos auf. Und dann werde ich immer so verwirrt. Und dann... Naja, und der Sprit wird auch nicht reichen. Verdammte Axt. Gibt's nicht schönere Themen? Ich weiß nicht. Ich hatte so viele schöne Themen im Kopf und dann kommt immer so ein Blödsinn. Dann muss ich auch da oben dicht machen, ne? Ja, ich muss dann hier weiter durchziehen. Aber mir fällt gerade auf. Achso, in den äußeren Ring will ich dann ja eh tiefer ziehen. Das ist ja eh der lange Plan. Auf lange Hand geplant, ne? Ist ja nicht so, dass ich unvorbereitet reingehe in das Spiel. Ach so. Gut, dass ich es nochmal sag. Nee, ich glaube, ich werde hier nicht fertig. Kannst du vergessen. Ich dachte, das geht mit dem Ding schneller. Nee, dauert 10 Jahre. Boah, das dauert viel zu lang. Viel zu lang dauert das. Soll ich es nochmal sagen? Soll ich mich nochmal aufregen? Weiß nicht, bringt ja irgendwie nichts. Ich habe das Gefühl, was drücke ich denn jetzt hier für Tasten? Ist alles... Hallo? Wenn ich R drücke, dreht er das? Hä? Seit wann das denn? Echt? War das schon immer so? Da geht doch eigentlich das Shape-Menü auf. Hä? Irgendwas ist komisch. Okay, weiter. Weiter im Text. Mach. Mach voran, Mann. Die Zeit drängt ein bisschen. Dann dreht er das. Warum hat er die Taste denn jetzt so? Hä? Ich irgendwas? Ich verstehe es nicht. Ist das nur beim Beton so? Keiner weiß es. Keiner will es wissen. Keiner will es mir sagen. Jetzt haben wir hier diesen doofen Gang. Gefällt mir gar nicht. Machen wir den einfach dicht, oder? Klar. Das ist aber Deutsches. Wir betonieren dazu. Ganz einfache Kiste. Geschichte. Kistengeschichte. Lach- und Sachgeschichte. Hier oben müssen wir eigentlich auch dicht machen. Ach, ich doof. Ich müsste eigentlich tiefer gehen, dann funktioniert hier das Force Field ja nicht mehr. Und dann plumpsen die da runter. Oh, aber das war echt nicht schlau. Scheiße, ich hätte das tiefer bauen müssen. Ich hätte einmal unten rumgehen müssen, unterm Force Field durch. Werden wir sehen, dann muss ich es nach... Oh Gott. Das fällt mir gerade so auf. Die werden dann trotzdem hier rumtouren, weil... Weil sie dann hier touren, aber was wollen sie hier? Ich wusste es. Ja, ich wusste es. Da muss da... Machen wir das noch? Ist da noch Zeit für? Das nochmal wegrödeln und hier tiefer? Ich muss ja, brauche eigentlich nur den Weg hier. Dann mache ich ja mal tiefer, oder? Ah, ich depp. Ich depp. Und das mache ich am letzten Tag natürlich. An dem Tag, wo hier schon die Post abgeht. Ja, lass mal drauf. Wir lassen es mal drauf ankommen. Oh je, das wird fürchterlich. Ja, aber das ist das, was ihr sehen wollt. Das ist der Content, auf den... Deswegen habt ihr hier abonniert. Perfektes Bauen könnte woanders haben. Ja, das dauert viel zu lange. Ja, ja, der ist schon fast wieder kaputt. Ja, ja, wir haben keine Zeit mehr. Ja, ja. Oh Gott, ich will nicht. Oh, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott. Oh je. Ich heule ich gerade ein bisschen. Und dann werden die hier wieder dran rumhüpfen. Ich sehe das jetzt schon. Wenn sie hier, haben sie hier die Treppe kaputt, weil es nicht weitergeht. Ja, ja, das werden wir noch nachbessern müssen, das sehe ich jetzt schon. Ganz sicher. Wenn sie hier dran rumhauen und dann da drunter rumrennen, warte mal, dann machen wir das eben weg. Das wird fürchterlich. Na, mal gucken, mal gucken. Normal hauen sie ja nur drum rum und kaputt, wenn sie aggro sind, also wenn sie gerade Schaden gekriegt haben. Oder war da ein Timer? Ich habe das vergessen. Ich merke mir doch nicht alles. Warum? Warum sollte ich auch? Soll ich mir denn alles merken hier?
Ganz wohl ist mir dabei nicht, aber darum geht's ja nicht, ne? Ihr wollt ja, dass ich leide. Ihr seid schuld, ihr Zuschauer. Weil ihr diesen Content fördert. Ja, ja. Ich kann hier gar nichts. Ich werde hier gezwungen. Von wem eigentlich? Weil ich auch ein Freund von Asymmetrie bin. Also wenn es mal so ein bisschen chaotisch ist, finde ich ja eigentlich auch geil. Was heißt chaotisch? Also, ne? Also ich habe auch immer den Hang zur Symmetrie, aber ich finde die eigentlich immer langweilig. So langweilig. Ich weiß nicht, warum haben wir diese Symmetrie? Können wir nicht wie ein Einzelle sein, so einfach nur... Ich freue mich alleine, wenn ich mich mal teile. Ne, nicht mitteilen, also wir können uns mitteilen, aber wir können es ja auch mal mitteilen. Verstehst du? Nee, ne? Ist jetzt zu hoch. Wortspielerei. Jetzt spielt er schon wieder mit den Worten und hält sich für schlau, der YouTuber. Das soll er lassen. Dafür wird er nicht bezahlt. Ja, eben. Eben, deswegen werde ich ja nicht bezahlt. Aber was soll's. Was ja momentan passiert, ist ja, dass die ganzen, die Fernsehleute und so Twitch für sich entdecken. Also nicht, dass ich was gegen hätte, aber hier sowas wie Kaya Jana und so, ne? Die sind ja jetzt auch dann mit dem Großen, mit dem Kronkofanten da unterwegs. Weil er sich dann auch sagt, ja, ich bin ja auch Gamer. Glaube ich auch. Das Fiese ist, die haben natürlich als Newcomer so einen Headstart von, ja, gepampert, ne? Wo unser eins sich dann denkt, ja, schönen Dank auch. Wobei, ja, das ist das Business, ne? Bist du nix, hast du nix. So sieht das aus. Leb damit. Was beschwere ich mich eigentlich? Nee, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist so... vielleicht soll es mich auch einfach nicht interessieren. Was interessieren mich die Leute eigentlich? Die werden mich nie kennen, die werden nie mit mir reden. Und eigentlich denke ich mir nur... Warum haben die es so einfach... Ja, das ist das alte Thema. Warum haben die es so einfach... Das hatten wir, da fällt mir ein, da hatten wir eine Folge. Die haben es gar nicht so einfach. So, ja. Und wo ich wieder merke, ja, es ist der Wunsch, doch, der Wunsch ist einfach da, muss ich zugeben. Ich würde schon gern, wie die, dann einfach, ja, dann verdienen wir damit Geld. Allein diese Option zu haben, ne? Das ist schon... Aber bleiben wir realistisch. Wenn das... Oh Gott, ich sehe jetzt schon, dass das nicht klappt. Die werden hier rumtouren. Ich muss hier zumachen, ne? Eigentlich. Eigentlich. Ja. Der irgendwie... Warum ist da jetzt Drehen drauf? Das ist nur beim Beton so, oder? Sag bitte, dass das nur beim Beton so ist. Nur beim Beton so. Okay, danke. Das ist der Falsche. Und dann setzen wir die jetzt hier erstmal schon mal an, damit hier dicht ist. Dann aber, ich weiß, das sind die Falschen, aber das ist ja hier wegen dem Gang. Also das sind nicht die Falschen. Also. Oh Gott, die Zeit rennt. Ich muss hier hochziehen. Mehr hochziehen. Und die werden, ich sehe es jetzt schon, die werden hier zwischenhängen wie die Affen. Hier so wie ich jetzt. Sollen wir es direkt richtig machen? Ja, komm. Dauert ja nur 10, wir haben schon 18 Uhr, gleiche Sesamstraße, ich brauche die Waffen. Ach, das wird wieder so eine Nummer, dann purzeln die da wieder drauf. Oder muss ich aufpassen? Dann ist vielleicht... dann springen die hier drauf. Das soll ja nicht passieren. Oh, das wird das... Ich, ja, oh, das wird scheiße. Das wird fürchterlich, wird das werden. Vor allem wird das nicht trocken und vor allen Dingen vertue ich mich jetzt wieder hier so mit so einem Blödsinn. Da geht's los. Das ist das Zeichen. Das wird alles vorne und hinten nicht klappen. Das Ding macht mir Sorge. Naja, gut. Machen wir die Türen dicht. Hoffen wir das Beste. Und bereiten uns vor. Oh, Pilze. Okay, noch 20 Minuten. Da wollte ich dann schnell noch
das Silber ins Moped packen, aber ich befürchte, ist eh voll. Also können wir schnell auf den Platz und den Schalter. Oh, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ich brauche einen anderen Zugang. Ich muss das hier mal ändern. Alles wird sich ändern. Tür zu. Licht an. Funktioniert alles? Es funktioniert alles. Oh, ist da schön geworden, wie ein Raumschiff. Dann hocke ich mich jetzt hier hin. Muss ich gar nicht mehr. Ich kann auch stehen bleiben. Eigentlich ist egal. Doch, dann bin ich besser in Kopfhöhe, ne? Jetzt ist hier die Seite offen. Das gefällt mir gar nicht. Ich hätte kugelfestes Glas machen sollen. Ich glaube, hier rüttern die einfach durch, oder? Wir werden... Oh je. Hoffentlich geht das hier gut. Hoffentlich klappt das. Hoffentlich klappt der Umbau. Ich wusste. Verschiebe ich das lieber oder mache ich es direkt jetzt noch? Ja, war klar, dass das eine dumme Idee war. Das Licht ist aber super. Das sieht gut aus. Also es hat was gemütlich. Ja, war klar. So viel zum Glas. Aber hier die Balken halten gut ab. Kommt direkt so ein Spinner. Sag mal, von wo denn? Stecke ich mich mal hier. Oh je, so einer. Haben wir dich. Ach, ich muss ja hier stehen, sonst kommt... Das hört sich so an, als wenn die hinter mir trappeln. Ich sehe hier nichts, ich muss das wegmachen. Aber doch, nee, die kommen ja hier wieder lang. Ist ja eigentlich alles gut. Ich habe so das Gefühl, dass eigentlich alles gut ist. Der hat gesessen. Eigentlich alles gut. Ich habe auch schon vorbereitet. Neue stromlinienförmige Dinger. Wie heißen die? Stromfences. Stromdinger. Stromzäune. Zäune auf Deutsch. Da werde ich einfach eine zweite Reihe noch reinballern. Mit dem zweiten Schalter. War ja eine gute Idee. Ich habe das Gefühl, die trappeln schon da hinten bei mir rum. So hört sich das auf jeden Fall an. Ich gehe mal kurz gucken. Nee, sieht eigentlich... Geh trotzdem schnell mal gucken. Weil das habe ich mir gedacht. Ah, das sind die erst da rumgerannt, ne? Na gut, sind jetzt stehen geblieben, weil ich hier rumgammel. Ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht, hier hinzurennen. Okay, ich renne wieder zurück. Ich komme gleich. Scheiße. Ja, war mir schon klar. Jetzt habe ich jetzt mal auch Blödsinn hier. Vogel, bleib doch einfach auf deinem Posten. Die kommen ja schon. Guck, da kommen sie angerannt. Ganz vorbildlich. Guck mal und dann rennen. Ah, es funktioniert. Die gehen hier nicht lang. Das ist gut. Da bin ich beruhigt. Dann gibt's jetzt mit der groben Kelle. Hier fehlt der Bums ein bisschen bei der... Ne, vom Sound her. Oh je. Ich könnte den Gang hier auch verlängern. Gehst mir ganz schön auf den Sack. Freund. Nase weiß. Was war das? Ach, da ist er da hochgegangen. War nicht gut, den zu beballern, ne? Ne, ich lerne ja noch. Das klingt, als wenn sie da irgendwo... Ah, das könnte auch wieder die Mauer sein. Ich bin nicht so sicher. Manchmal bin ich... Es ist, glaube ich, doch besser, wenn man eine Übersicht hat. Wenn man sieht, was die Kollegen da anstellen. So, das war vorher besser. Da hatte ich hier komplette Rundumsicht. Jetzt hier zuzumachen. Machen wir das mal wieder auf? Weiß ich noch nicht. Oder ein bisschen erweitern. Weil darauf verlassen kann man... Man kann sich auf nichts verlassen. Jetzt kommen sie wieder nicht.
Hier unten kommen sie gar nicht mehr an. Das ist der Witz. Vielleicht sollte ich die mal durchlaufen lassen. Hier ist noch ein Loch. Wo kommt das denn her? Das ist... Hört ihr das? Das ist gruselig. Ich will nicht mehr. Hier kommt keiner mehr. Wo trappelt ihr denn? Oh, ich ahne es. Ich ahne es. Sie trappeln hier in dem Dingsgang. Kann das sein? Oh je, das wird jetzt... Das könnte jetzt gefährlich werden. Trappelt ihr da... Oh. Warte, ihr trappelt hier in dem Dingsgang, ne? Ne, ihr trappelt hier... Ach, ihr hängt hier fest. Hä? Ah, jetzt haben die das als Schwachstelle entdeckt. Ah, die Vögel. Ja, jetzt kommen die natürlich nicht da rum. Ah, ja, ja, ich wusste, weil... Ich bin hier zu nervös für alles. Hier, hier müsst ihr lang. Ja, ja. Da ist falsch. Ja, 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 ich muss dann doch hier einmal eine Unterführung bauen. Damit ich hier das Force Field eisenhart durchziehen kann. Und ich lasse euch da jetzt bis nach vorne rödeln. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das passiert. Da war ich schon schlau, ne? Ich bin ja schon schlau, ne? Ja, geht so. Oh, Munition ist fast alle. Ich bin ja so schlau. Geht so, ne? Aber sie nehmen doch den Weg als Direktor und da bin ich ja sehr froh. Bin ich euch ja schon dankbar, ne? Und es gab einen Perk, wenn ich mich nicht verlesen habe, wo man Durchschuss hat mit Sniperwaffen. War das nicht so? Deswegen ist die Aufreihung hier, die Kette, die Zombie-Kette, eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, Schießbude. Ich hätte gern den Teddybären. Guck mal, bin ich nicht ein Meisterschütze? Also es geht jetzt... Ich bin eigentlich froh, dass das gerade recht locker von Hand... Ich habe auch das Gefühl, der Gang ist jetzt viel breiter als vorher. Ach so. Naja, klar, weil ich nicht mehr durch den Seeschlitz hier luken muss. Der ja eine Zumutung manchmal ist. Die Seeschlitze sind gut hierfür, wenn man irgendwie anstatt Fenster, ne? Um halt einfach mal auf den... Aber wo man zur Not schießen muss. Jetzt gebe ich hier Lehrstunden, wie man die Blöcke verwendet. Toll. Wo bin ich gelandet? Wie die Füße einfach nur wegfliegen. Geil. Ja, ja. Wer sich wundert, die haben keine Sterbeanimation mehr. Die habe ich ausgestellt. Und das ist lustig. Man sieht nur die Füße fliegen. Finde ich in Ordnung. Nein, und sowas finde ich nicht in Ordnung, dass du da so glaubst, dir einen aufzumachen. Also... Mal Munition sparen. Na ja, toll. Jetzt kommt die Rache der Rocker. Der hat über Rocker gelästert letztens wegen dem Moped, weil ich das Mofa so laut hab. Da werde ich mal als Zombie, als grüner Zombie werde ich kommen und dir die Flötentöne beibringen. Aber vorher musst du erst durch meinen Elektrozaun. Und du wirst einer sein, der testet, ob du da schön entlang gehst. Du nicht. Du hüpfst da wieder falsch. Hallo. Du hüpfst da falsch. Warte mal, der ist dann da und wieder zurückgelaufen? Ist das derselbe? Warum hüpft denn der da jetzt rum? Oh Gott, ich wusste, das ist alles verkehrt. Die laufen dann da zurück? Oh, das ist nicht gut. Ah, die kommen dann... Ja, ja, ich muss... Ja, scheiße. Ah nee, das war nur dann ihre verrückten 5 Minuten. Ich blick da auch nicht mehr durch. Da kommt der Rogger wieder. Nee, die Kanone. Wir müssen Munition sparen. Ne? Hat Tante Erna gesagt.
Junge, pass auf mit der Munition. Teilst dir schön ein, ne? Musst du mit über einen Monat rüberkommen. Da kommt so ein Rülpser, Heini, und die Nacht ist... Ich bin eigentlich ganz froh. Trotz alledem, ich habe schon bei manch anderen Videos Schlimmeres gesehen an Tag 106. Von daher funktioniert ja alles. Nur das Gerülpse macht mir ein bisschen Sorgen. Oh, ja, da ist er. Oh. Okay, ich dachte, das wäre der Schalter gewesen. Alles gut, aber dann wird der Licht ausgehen. Alles gut, das waren die Glas. Hat der. Oder sind die einfach nur weggeplatzt? Die sind einfach nur weggeplatzt, oder? Durch den. Ja, kein Gedonder. Kein Blödsinn machen. Scheiße, ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen. Muss ich mal Ammo sparen. Und jetzt noch eine Stunde. Oh je. Ja, aber klar, dass die auch noch kommen. Warte. Da ist er. Die gibt's dann auch noch in grün wahrscheinlich, oder? Ins Gesicht. Da hat's ihn zerlegt. Da kommt wieder so einer. Weil wenn die irgendwann alle in Giftgrün kommen, dann wird das, glaube ich, kein Spaß mehr. Dann mache ich überall dieses... Aber ich habe ja jetzt dieses Anti-Radioaktiv-Ding. Habe ich hier drin, habe ich in der AK drin und habe ich... Ich weiß auch nicht. Irgendwo. Ich quatsch hier, weißt du? Oh oh. Das heißt, eins der Dinger ist kaputt. Ja, die nutzen sich ab. Jetzt hier ein zweiter Schaltkreis gut. Nee, hä? Jetzt funktioniert's wieder? Was war denn das? Ich verstehe so manche Sachen nicht. Und was die geändert haben soll, will ich schnell testen. Was gepatcht sein soll, wenn man ins Wascher, also Pfeile gehen jetzt... Ja, ist ja gut. Was hat der getroffen? Du kleine Drecksau. Hat er hier die Leitung getroffen? Warte mal, der hat wirklich den Schalter getroffen. Oh, ich raste aus. Oh, das ist gefährlich, ne, wenn er aufsteht. Oh je. Nee, geh du mal da in eine Runde. Wo ist denn der? Sah so komisch aus. Na, da kommt er schon wieder. Es sind mehrere, oder? Ja, oh Gott. Oh Gott, da darf ich der jetzt nicht auf den Kopf schießen, sonst triffst du den. Also den, die, das, dessen. Gefährlich das ist. Ist jetzt auch langsam mal Schluss, ich habe keine Lust mehr. Oh, dass du mal so früh am Morgen kommst, ne? Dass du so früh schon arbeiten tust. Ist jetzt gut? Die haben mir wieder den Schalter weggeballert. Es war ganz gut, dass ich, wo ich, also ich weiß nicht. Die Basis ist fernab von perfekt, aber bald. Nein, da wird nicht explodiert. Abgelehnt. Und den Rest jagen wir jetzt per Hand. So, komme ich hier einfach so raus? Theoretisch ja. Oh, dann sind die... Ja, manche Wege und ich schleiche noch. Ne? Du bist ja geschickt. Du bist ja... Warte. Also die Magnum geht so, ne? Aufregend.